Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team. Ich hoffe, wir können jetzt spielen. Ich habe halt eine Aufnahme gemacht oder wollte eine Aufnahme machen mit meiner Liga A. Das hat dazu geführt, dass ich zwei Spieler direkt die Abbrüche bekommen habe, obwohl das keine Bronze-Gegner waren oder sowas. Und dadurch kamen wir jetzt wieder mit der Bundesliga spielen, weil die Spiele ja nicht gespielt wurden, aber trotzdem als Spiele gewertet werden und deswegen haben die sich erholt. Mal gucken, ob wir jetzt die Spiele spielen können. Ansonsten ist es so, dass wir jetzt bei Falcao etc. natürlich zwei Spiele mehr haben, in denen er keine Punkte erzeugen könnte, nur mal so nebenbei. So, jetzt wollen wir erstmal uns konzentrieren, gut spielen. Benelep eigentlich gut. Schade. Oh, er war zuletzt dran. Ich dachte eigentlich, wir wären zuletzt dran gewesen. Es gäbe jetzt einen Elfmeter. Eine Ecke. Schade. Gut gemacht, Fährmann. Anfang gefällt mir nicht so. Gegner kommt eher für unseren Strafraum gefährlich als umgedreht. Sehr gut von Vidal. Glaube, wir waren. Nein, wieder war der Gegner zuletzt dran. Hat den Piszczek einfach schön abgedrängt. Sehr gut. Aber wieder ist der Gegner halt in unseren Strafraum gekommen. Das gefällt mir nicht. Ja, es hat sich irgendwie angedeutet, oder? Ach, dieses scheiß Drecks-Dribbling wieder. Mein Spieler macht nichts, mein Verteidiger, und er kann halt einfach easy peasy dann schießen. Sokrates ist es, glaube ich. Ach nee, es ist Blattnert gewesen, der sich einfach so easy hat austanzen lassen. Ach, weil ich den halt gerade mal nicht gesteuert habe. Schöner Schuss von Lewandowski. War übrigens wieder so eine Situation, wo er da versuchen können. Oder wo er halt einfach hätte einen Zaubertor machen können, indem er das Ding reinmacht. Er macht es halt nicht rein. Was? Schöner Pass auf Reus. Endlich hat es mal wieder funktioniert. Ein schöner Pass über außen in die Mitte, auch ein schöner Konter. Und dann macht Lewandowski ihn direkt rein. Oh, was für eine Befreiung, dass das mal wieder klappt. Endlich, jetzt ist der Knoten geplatzt. Ich merke das. Schönes Tor von Lewandowski. Ist aber halt ultra einfach. Den macht jeder, aber. Oder sollte es mindestens eigentlich jeder machen. Aber es ist trotzdem geil. Was für eine Befreiung. Was hat er gerade gesagt? Number 9, Lewandowski. Hat auf jeden Fall Lewandowski ganz merkwürdig ausgesprochen. Also mir fällt auch gerade wieder ein, dass der Schatten nervt, aber wie der Gegner schon wieder durchkombinieren kann, ist einfach nur lächerlich. Ja, getunnelt. Nice, nice, nice.
Wie kann er denn den nicht machen? What the? Oder wie kann er denn den halten? Richtig, richtig geil. Natürlich muss der ans Alu gehen. Erstmal mega geil gespielt, aber er muss natürlich ans Alu gehen. Er kann nicht reingehen. Das wäre einfach zu schön gewesen, das Tor. Aber wir spielen ganz gut, auch wenn wir jetzt zweimal hinten lagen. Der Ausgleich wäre natürlich verdient. Aber den gehen wir vielleicht noch hin. Scheiße. Einfach dranbleiben. Wir spielen gut. Na also, schön reingeschlänzt mit Reus. Ich muss aber zugeben, war nicht der beste Abschluss. Schöner Konter, geil, jetzt mal wieder mal ein Konter funktioniert. Ach, das erste Tor war ja auch ein Konter, fällt mir gerade ein, von uns. Aber war nicht der beste Abschluss, weil der Gegner, der Torhüter kommt nicht raus und da hätte ich nicht schlänzen dürfen. Meiner Meinung nach muss ich da normal schießen oder halt flach ins lange Eck, aber nicht schlänzen. Aber es hat trotzdem geklappt, zum Glück. Abschlussstärke von Reus hat es bezahlt gemacht. In Pfosten und rein. Schön, dass auch wieder im Pfosten ist und nicht immer Pfosten und raus. Und das ist, denke ich, auch ein verdienter 2-2-Ausgleich. Jetzt hoffen wir mal, dass der Gegner nicht wieder irgendwie behindert sich durchkombinieren kann. Und nicht ein Tor fress. Vielleicht schaffen wir ja sogar hier ein 3-2 draus zu machen. Wir hatten eigentlich die Vorlage gespielt für Reus. Ich glaube, Bentaleb, oder? Kann das sein? Schade. Oh, Foul, nice. Wollt ihr mich verarschen? Es ist jetzt das dritte Spiel in Folge. Okay, das bricht jetzt nicht am Anfang des Spiels ab, aber es bricht halt mittendrin ab und oh. Ist das ärgerlich? Das ist nervt. Es nervt einfach nur unglaublich. Ja, er hat gerade ein Tor gemacht und die Vorlage hat man schon. Also drei Scorerpunkte aus. Die Spiele mussten wir abziehen. Also von mir aus können wir sogar das Spiel jetzt noch mit abziehen, weil ja die Hälfte gefehlt hat. Dann sind wir bei drei, bei vier Spielen, die wir abziehen müssen. Dann sind wir bei sieben Spielen. Und aber wir müssen auch einen Scorerpunkt abziehen. Also aus sieben Spielen zwei Scorerpunkte. Oder halt aus 7,5 Spielen. Ist halt trotzdem noch schlecht. Ich gebe ihn jetzt erstmal nur zwei Verträge, weil ich will ihn ja jetzt nochmal spielen und dann will ich ihn ja mit einem Vertrag verkaufen. Dann schauen wir mal. Aber so vom Gefühl her, wie gesagt, ich wiederhole mich, ich weiß, aber Stindl ist einfach der bessere mitspielende Stürmer. Aber man muss schon zugeben, man merkt das schon, dass das halt ein 90er Stürmer ist. Also der hält halt teilweise schon die Gegner vom Ball ab, ganz von alleine, wo man nicht nochmal Ball Defending drückt. Der macht manchmal krasse Dribblings, krasse Drehungen. Also man hat das, man merkt das schon, aber ist halt leider nicht so ausschlaggebend. Wahrscheinlich wäre da halt auch viel effektiver bei jemandem, der mehr über die Dribblings kommen kann und eher durch den Schlenker mal den Gegner aussteigen lässt. Das kann ich überhaupt nicht irgendwie. Oder nur ganz selten. Und dann meistens auch mit anderen Spielern, die einen krassen Dribbelwert haben, wie Dembele oder so. So, jetzt lasst uns einfach dieses Spiel machen. Ich will ja. Oh, nein, nicht orange Latenz. Das ist scheiße.
Ich will ja gar nicht in der Aufnahme jetzt noch zwei Spiele hinbekommen. Eins würde mir noch reichen. Lass mich raten, ist das gleiche. Nein, ist ein anderes. Spielen wir halt gegen den. Was ist denn eigentlich los jetzt? Wieso haben wir denn immer alle den gleichen Sturm? Ist das der gleiche? Das ist doch nicht der gleiche Spieler. Die haben jetzt immer alle irgendwie ein 4-3-2-1 und die haben immer alle irgendwie Salah als den Orangen und dann halt noch zwei Informs und dann halt totale Pace. Ich verstehe es nicht, aber ist egal. Wir haben gerade gut gespielt, wir spielen wieder gut. Und wenn wir hinten liegen, dann bricht das Spiel einfach ab. Toll. Sehr gut von Bentaleb. Bin aber auch nicht weiter in die Mitte reingekommen. Oh, ich hatte kurz Angst, dass es wieder abbricht, aber drückt nur Pause zum Glück. Oh. Ja, Mertens, Salah, das sind irgendwie die, die man immer sieht jetzt vorne. Ich weiß nicht wieso. Und dann Perisic, okay, aber es ist ja auch keine Knockout anstehend oder die nächste Weekend League ist ja auch nicht so von wegen, dass wir jetzt da, weiß ich nicht, einen Hybrid brauchen aus. Und ich sehe gerade alle auch Smalling und Coleman noch drin. Na gut. Egal, konzentrieren, weiterspielen. Schade. Schwacher Pass. Das war jetzt ein bisschen blöd gemacht von Dembele, dass er sich da einfach so auslaufen lässt von ihm. Das darf auch nicht passieren, wir dürfen uns nicht so einkesseln lassen. Das ist schon wieder, wir lassen uns schon wieder zu sehr das Spiel des Gegners aufzwingen. Gut gespielt, einfach die Ruhe gehabt. Oh Gott. Ich bin so fassungslos, dass das wieder mal klappt, dass ich fast gar nicht drüber reden kann. Oh, weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt so wieder sage, gut gespielt, schön von Lewandowski weitergeleitet auf Müller, dann macht sie was. Das klingt einfach, das würdigt das überhaupt gar nicht, wie krass sich das gerade für mich anfühlt, weil ich es einfach seit Ewigkeiten so nicht mehr hinbekomme. Ich hoffe echt, dass das keine Ausnahme bleibt, wir das öfters hinbekommen. Ein Scorerpunkt von Lewandowski im Übrigen. Aber da habe ich halt auch einfach das Auge gehabt, nochmal weiterzuleiten, muss man auch sagen.
Ja, ein bisschen Glück ist auch dabei, dieses Mal Dembele. War ein bisschen Glück dabei, muss auch mal sein, muss auch mal sein. Okay, das war so ein Tor, was mich bei den Gegnern immer aufregte, von wegen, oh, wir hatten den Fuß drin, er bekommt nochmal die Chance und schießt, ne? Das war jetzt genauso ein Tor, muss ich zugeben, war genauso eins. Aber dann haben wir zum Glück auch mit Dembele jemanden, der einen guten Abschluss hat, und hat ja auch mittlerweile den Champions League Star Maestro, was Schuss mit boostet. Und das zählt wahrscheinlich auch als Abschluss und nicht als, also als naher Abschluss, nicht als Distanzschuss. Von daher. Aus der Drehung muss ich mir auch wieder mehr abgewöhnen. Die Dinger aus der Drehung. Ah, ich war zuletzt dran. Nein! Okay. Okay, ich bin immer dran, aber wir gehen immer weiter in meine Richtung. Es ist irgendwie nicht so geil. Oh, was? Ich habe ihn nicht gerufen. So gerade das Rennen ganz von alleine bin bekloppt da dahin. Macht er gut den Berberspin. Ach, und dann steht so gerade das drin. Und dann macht er halt den Abschluss, den er eigentlich mit dem anderen Spieler machen will. Das nenne ich mal gute Teamarbeit. Ja, da konnte ich jetzt vor allem nur auf diesen Einwurf gehen. Also solange ich den Einwurf bekomme, stört mich das überhaupt nicht. Mich nerven immer die Situationen, wo die Gegner dann die Bälle rausgespielt bekommen, ohne dass es Einwurf gibt. Schade, schade. Okay. Ist, denke ich, verdient. Wir spielen wieder mal ganz gut. Auch wenn das zweite zu lucky war, muss ich zugeben. Es war dann direkt nochmal das erste Tor. Fällt mir gerade gar nicht ein. Schade. Oh, gibt es immer eine Ecke? Keine Ecke. Ich dachte schon, es gibt eine Ecke. Gut gemacht von Piszczek. Läuft denn Dembele hin? Ah, genau richtig. Wollte gerade sagen, ist ein Foul. Ich habe mittlerweile keine Lust mehr, jedes Mal meine Flankengeber zu ändern. Es ist eingestellt, wer die machen soll, die Flanken, und wenn sie mir dies halt nicht anbieten. Dann nehme ich den, der da steht. Ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Vor allem, wenn ich 2-0 führe. Haare von Hummels wirken so schwarz. Und auch nicht. Normaler Pass soll er machen. Er macht aber einen Laufpass draus.
Oh, ich weiß nicht, ob der reingegangen wäre, wenn den Fährmann nicht dran gewesen wäre. Ich glaube, er war nicht rein. Das haben wir bisher ganz gut verteidigt, die Ecken. Kriegen wir sonst meistens nicht so gut hin. Das war wieder eine Situation, die muss ich natürlich einfach klären. Ne? Und ich drücke halt wieder mal auf Pass, was total bescheuert ist. Aber ich habe es mir mittlerweile so angewöhnt, auf Pass zu drücken. Das war ein schwacher Pass von Lewandowski. Schade, da hat er natürlich Glück, dass es geblockt wird, sonst wäre es das nächste Tor von Müller gewesen. Oh ja, jetzt hat sich wieder Dembele und Lewandowski haben sich gegenseitig Steine in den Weg geworfen. Oh Gott, in den Weg geworfen. Das war jetzt aber dumm von mir. Scheiße. Ein bisschen überambitioniert. Gut gemacht. Gott, da muss ich Strafe aufziehen. Ich hätte wahrscheinlich auch noch mal auf den Bele legen können, aber irgendwie dachte ich mir dann, jetzt schießt er mal. Oh, es war, weiß ich nicht, wie das macht. Oh, Millimeter, Millimeter, verdammt nochmal. Macht der Gegner aber auch viel zu viele Fehler mittlerweile. Schön, mal wieder ein Spiel, wo ich nicht wechseln muss. Ich gehe mal auf Offensiv, weil ich denke, wenn ich jetzt auf Offensiv spiele, werde ich vielleicht sogar noch ein Tor machen. Scheiße. Der macht im Mittelfeld mittlerweile so viele Fehler beim Spielaufbau, dass es, glaube ich, kein Stress ist. Wenn ich offensiver spiele, dann ist es ja eh bald vorbei. Wenn er jetzt einen Tor schießt, dann kann ich auch das irgendwie mit Zeitspiel regeln. Was? Das war doch kein Foul von ihm, das ist Schwachsinn. Oh mein Gott, habt ihr den Pass gesehen von Müller? Was für ein miserabler Pass! Oh, sowas regt mich dann auch wieder auf. Es ergibt gar keinen Sinn, dass er so einen scheiß Pass rausspielt, nur weil er vielleicht ein bisschen kaputt ist, ey.
Bin trotzdem glücklich über den Sieg, aber ja, ich glaube nicht, dass ich Lewandowski jetzt in, das heißt, ich glaube, ich entscheide das selber. Ich denke, oh, Lewandowski hat sich keinen Aufschub damit verdient, also pff. Ich brauche die Kohle und er ist, also man muss ja auch davon ausgehen, muss es ja auch im Verhältnis sehen und er ist im Verhältnis nicht das Geld wert. Deswegen, ich glaube, Man of the Match Stindl kostet immer noch um die 60.000, wie ich ihn halt bezahlt, also wie ich ihn gekauft habe. Ich habe Man of the Match Stindl im Verein, ich kann ihn einsetzen. 60.000 wert und das sind ja 220.000 oder so, das brauche ich nicht. Und zwangsläufig macht jeder schon mal mein Tor oder eine Vorlage, von daher. Er hat halt einfach keine krassen. Aber das macht ja nicht nur er, das macht einfach gar keiner meiner Stürmer machen mehr Zaubertüre, irgendwelche geilen Tore. Ich verstehe es nicht. Das ist bestimmt nicht rausgepatcht worden, das wäre Schwachsinn. Die haben ja auch vorher nicht am laufenden Band solche Dinger produziert. Ja, ich glaube, wir müssen drei oder vier Spiele nehmen. Da haben wir 8, 4 Scorerpunkte. Einen müssen wir wegrechnen, einen Scorerpunkt. Und es ist nicht, glaube ich, nicht 8, sondern 8,5 Spiele, da drei Scorerpunkte, das ist nicht wirklich geil. Und ich glaube, Stindl, wie hat der? Ich glaube, der hat 5 in 15, aber da müssen wir ja auch noch eins wegrechnen. Ja, der hat 5 in 15 und der hatte, glaube ich, auch alleine 3 Alu-Treffer oder sowas drin. Also, der hatte auf jeden Fall die Möglichkeit, besser zu spielen und hat halt auch mega geile Werte. Also, ist ja nicht so, dass der jetzt hier irgendwie scheiße aussieht. Bei ihm haben wir sogar noch ein bisschen Defensivvorteil. Wenn wir die vergleichen, Tempo ist er schlechter, Schuss hat er sogar einen besseren Wert als Lewandowski dastehen, Pass deutlich besser, Dribbling besser, Defense extrem viel besser, Füße ist ähnlich gut und Tempo regeln wir über den Hunter Champions League Style, also es spricht eigentlich alles dafür, dass wir weiter. Ich habe halt einfach nur damals gedacht, als ich ihn getestet habe, hä, das reicht doch nicht aus, wir spielen doch eigentlich mit viel, viel mehr Scorer-Punkten, aber ich würde halt behaupten, es liegt an meinem Spielstil. Der jetzt weniger über außen geht, weil es klappt einfach nicht mehr so gut. Meine Pässe gehen sonst wohin, wobei ich jetzt in letzter Zeit wieder das ein bisschen besser gemacht habe. Und mehr über die Mitte kombiniere. Und deswegen, ja. Moment mal, wir können eigentlich Lewandowski direkt auf die Transferliste packen. Da habe ich dann jetzt wenigstens keinen Stress und habe die Kohle für meine neuen Spieler, die ich spielen und testen möchte. So, wir könnten dann sogar noch ein Spiel mit der Bundesliga machen. Müssten dann aber Stindl eine Fitnesskarte geben. Aber ich glaube, wir machen dann einfach zwei Spiele mit der Liga. Jetzt ist es ja eh egal. Es gibt ja keine Spiele mehr, die wir testen wollen. Bei Stindl bin ich mir relativ sicher, dass der gut zu uns passt. Und es sind ja auch keine 15 Spiele. Es sind ja auch wieder, weiß ich nicht, mindestens zwei, die wir abziehen müssen. 13 oder so. Und dass er einfach geile Pässe macht, das wissen wir ja. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.